So, da sind wir wieder zum Zockerzone-Spiel Batman Arkham City. Der gute alte Catster uns am Controller. Ja, ich muss auch erstmal in die Tasten reinkommen. Du hattest ja schon die Ehre in der letzten Folge. Was ist denn eigentlich unsere Aufgabe? Eiszeit. Okay. Realitätstraining online. Nee, den darf doch auf ihn machen. Vor allem das geile Ding haben wir ja schon. Haben wir jetzt gar keine Mission oder was? Finde Mr. F Ach, wir haben Mr. Freeze immer noch nicht Ja, gefunden. da, Ach, hier, es ist das hast du kalt. ja immer noch nicht gemacht. Eiszeit. Das hast du ja immer noch nicht gemacht. Ich wurde aufgehalten. Oh, wie weit sind wir denn? Ach ja, der Anruf hat uns so weit Ja. weggebracht. Alter, da müssen wir den ganzen Crap wieder zurückfliegen. Oh, ist hier eine Monorail-Bahn oder? Nee. Ja, sowas nach. Nein, geh weg! Training! Ich hab's aktiviert. Der Feind. Ja, diese Gespräche von diesen Insassen, die sind immer äußerst intellektuell inspirierend. Aber nicht schlecht, ne? Also viel. Die sprechen viel und es hat immer auch ein bisschen was mit der Story zu tun, was man gerade am machen ist. Also ich denke mal, wenn man das alleine schaut so als, oder alleine spielt so als Unterhaltung für zwischendurch. Ich habe mich immer gefreut. Mist, was ist passiert? Aber in unserem Keine Fall. Ahnung. Ein Gasleck? Gasleck, ey. Ein Gasleck? Was ist Unsinn. hier? Oh, wie hat er fahren lassen? Irgendwas mit Audi zu tun. Ich habe dir doch gesagt, dass sie was Ach, vorhaben. Luftballons! Wieso Geht sollte ihm Joker zu? wollen, dass ein Nee, Gericht ich hab's versucht, verhängt wird? das ist Das gehört. ist nicht mal lustig. Ich habe gehört, dass Joker die seltsamsten Dinge lustig findet. Vielleicht gehört Wo es lässig wäre. Beim Gleiten auf Ja, so ein Flyby. Keine Ahnung. Das ist ganz Ja. sicher die Ist auch Stelle. geil, wenn das letzte Bild, was so eine Kamera aufzeichnet, dann einfach Batman da gerade so ganz lässig vorbeigleitet und den Batarang schmeißt. Ja, richtig lässig. Ah, hier sollen wir hin. Ist aber auch frisch. Es ist Batman. Es ist Batman. Die haben alle keine Schnarren? Nee. Wir wollen alle in die Fresse. Also ich weiß wieder nichts mehr. Aber wir haben ja jetzt die Anzeige. Den hab ich nicht Y gesehen, Content. Weil er außerhalb des Bildes war. Hast du es gesehen? Ja. Anzeige. Geht. Woran wird eigentlich festgemacht, ob es ein kritischer Treffer ist oder nicht? Timing. Irgendwie. Ja, aber woran, genau? Also wenn du es einfach gut drückst danach einigermaßen. Dass irgendwie so ein Flow hat. Also irgendwie mache ich es instinktiv immer. Ich weiß nicht genau, warum das. Ah, es hat den nicht mehr genommen oder was? Na super, ist die Kombo kaputt. Dafür gibt es jetzt Fratzen der Baller! Oh, mit Ablenkungsmanöver und allem. Ja, aber die halten zu wenig aus. Leider hat er da nicht richtig Punching-Ball-mäßig abgehen können. Ja, da muss schon Mr. Hammer kommen. Ja, oder wenn sie noch viel Health haben am Anfang, kann man ihn auch ein bisschen. Ich bin rein mit LB laufen. Wie bei Dead Space, Dead Space ne? auf jeden Fall. Ich bin voll in der Dead Space-Steuerung. Und Dead Space ist jetzt auch aus, haben wir jetzt ausgemacht. Also wir haben tatsächlich nach der Folge, die wir eben gerade gespielt haben, nach der letzten Batman-Folge, haben wir erstmal festgestellt, dass Dead Space noch läuft. Dafür lief das Spiel echt gut. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er vielleicht aus Versehen das falsche Spiel aufnimmt. Material mit Die ganze Zeit nur Pausenmenü, Dead Space. Genau. EA Shop. Ah, hier. Ist das Bane? Überrascht mich zu sehen, Batman. Eigentlich ein bisschen. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hingst du an meiner Motorhaube. Du wusstest, dass es mich nicht töten würde. Das hatte ich auch nicht vor. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Was machst du hier? Dr. Youngs Titanformel. Der Pajasso hat ein paar von Arkham Island runterschaffen können, bevor du ihn gestoppt hast. Wie viele hat Joker denn noch von der Insel bringen lassen? Zu viele. Deshalb bin ich hier. Ich lasse nicht zu, dass der Basura diese Stadt Titan missbraucht. Dr. Young hat es mit meiner Hilfe erschaffen. Es ist meine Aufgabe, die Überreste zu zerstören. Ich helfe dir, aber nur damit du es weißt. Wenn du irgendwelche Tricks versuchst, gibt es Ärger. Wir finden Titanbehälter und zerstören sie. Abgemacht? Natürlich. Jeder Behälter hat einen Funksender eingebaut. In der Stadt hier gab es insgesamt 12 Behälter. Jeder von uns nimmt 6 und wir treffen uns hier. Jeder 6? Schön. Heute ist kein guter Tag, um mich anzulügen, Bane. Denk daran. Aber der Bane gefällt mir schon mal besser als der Bane im letzten Film. Mir persönlich.
Ja. Ich fand den nicht gut. Hier, schau mal, hier, das sind diese 6 Container in der ganzen Stadt hier verteilt. Die wir im Verlauf des Spiels. Was ist das? Hässliche Mauszeige. Im Laufe des Spiels zerstören werden, um diese Mission hier abzuschließen. Dieser Payaso wird dafür büßen. Das erinnert mich jetzt hier auch gerade an den einen Raum Arkham City, wo du, glaube ich, gegen zwei von den Anabolika-Fuzzis kämpfen musstest. Daran erinnert mich das hier an diesem Vorraum mit so Ja, einem stimmt, Fahrstuhl absolut. Dann irgendwie. kamen die hier aus diesen Ja. Rollläden, dann gingen die Rollläden nach oben, dann kamen sie Genau. raus, ne? Und dann, ja, stimmt, absolut. Ich muss alles haben. Okay, haben wir hier irgendwo was zu fotografieren? Keiner weggeortet. Okay, raus hier. Die haben wir angenommen, die Mission. Schön. Hat dein Fledermaus-Sinn dir gesagt, da gibt's nichts mehr zu knipsen? Hat dein Fledermaus-Sinn dir. Ja, also ich habe in Erinnerung, aber das werden wir ja auch immer wieder mal sehen. Wir schalten da ja immer wieder mal Sachen frei. Bitte, ich bin auf Erinnerung dem in Dach unserem des alten Kopf. Gotham FM-Gebäudes. Nee, das heißt, Jemand wir ist werden hinter mir her. eine Keine Erinnerung Ahnung haben auf wer. der Er wird mich finden. Ich optisch brauche Hilfe. repräsentiert auf der Karte. Ein Reminder. Deswegen habe ich jetzt wahrscheinlich Erinnerung gesagt. Was haben wir hier? Fortgeschrittenes Erweitertes Training. Realitätstraining Manchmal haben wir so eine online. kleine Nebenmission ist wieder aufgepoppt. Kann mir jemand SOS-Quelle. Oh, du weißt, fürs Poppen bin ich sofort warm. Ach. Worum geht's? Gib mir den Controller. Nein, ich will wieder mit LB laufen. Ei, ei, ei. Das ist nicht gut. Zum Glück nimmst du mit LB Wenn kein mir jemand Medikit. hilft. Ja, das ist. Wie gibt's das hier nicht? So, SOS-Quelle. Die ist ja nicht weit weg, das ist ja nur ein Dach weiter. Da muss man sich keinen Marker Hier setzen. drüben, Batman! Okay. Politischer Gefangener. Was machen Sie hier oben? Wir sind aber auch schon Jemand ist hinter mir her. zerbombt, ey. Er versucht mich zu töten. Wer? Ich glaube, er arbeitet für Strange. Dieser Bastard. Erst lässt er mich 6 Monate lang an seinem verdammten Turm schuften und kaum funktioniert alles, wirft er mich hier rein. Woran haben Sie gearbeitet? Oben auf dem Turm gibt es eine Reihe von Signalverbindungsknoten. Die Vorgaben lauten. Nein! Politischer Gefangener Nummer 1! Ich sollte das hier als Tatort ansehen. Nur so kann ich herausfinden, wer diesen Mann getötet hat. Oder du gehst in Deckung, weil das, was ihn getötet hat, könnte auch dich töten. Wir sind immun gegen. Wir sind völlig immun gegen Sniper. Wurde der vom Joker persönlich hingerichtet? Eingeschlafen. Eher nicht, ne? Ne, das so viel kann ich verraten. Oh, CSI, Batman geht wieder ab, okay. Schussbahn. Oh, da ist eine Die Kamera. Säule hat geschossen. Die Säule ist unschuldig, Offi. Ja, das denkt man halt, ne? Deswegen Deswegen. ist es ja auch der perfekte Mord. So, ich versuche hier irgendwie Halt zu finden. Welcher Richter wird auf eine Säule schuldig sprechen? Es wäre der Ich würde es machen, wenn ich Richter wäre. Das perfekte Verbrechen. Oh, beim Am nächsten Ende will ist ich es aber nicht der. eine Säule werden, ey. Am Ende war es der Toaster, der die Schuld auf die Säule geschoben hat. Aber Toaster sind aber auch, ne? Du weißt, Boah! ich und to Vendetta! ich und Toaster werden nie so, ey. Sind wir jetzt hier Ach richtig? ja, stimmt! Mit meinem alten Toaster, der hier fast seine Bude abgefackelt hat, ne? Da war doch Das was! Ding. Der Rest wurde irgendwo aus diesem Bereich Ich erschrecke mich Ich immer muss vor den Toaster. Bereich scannen. Das heißt, ich packe ein Toastbrot rein. Oder und dann ist fertig, weiß ich, ja. okay, jetzt gleich kommt's. Und dann gucke ich und achte ich auf den Schlitz, ne? Ja. Und dann plonk! Und ich erschrecke mich, wie bei so einem Jack in the Box. Diesen kleinen Clowns, die aus diesen Kisten hüpfen. Gibt's in Deutschland einfach Diesen, nicht, oder? Nee, das ist so ein amerikanisches Phänomen. Dabei würde ich mir sofort so eine Box kaufen. Ja, so ein Vintage-Style, Ja. so in unsere Designerwohnung stellen. Ja. Zieh dir mal das Video an, Original das Jack in ich the heute Box aus zum den Bandcomputer 50ern. hochgeladen habe. Ist es das, was ich glaube, Master Bruce? Oh. Sexual, Ja. oder? Deadshot ist in Arkham City. Deadshot! Wer ist Was macht Deadshot? der Ist hier? der Sniper. Ist der ein Gefangener? Halte ich für unwahrscheinlich, aber ich will nichts ausschließen. Dann heißt es also, der größte Detektiv der Welt gegen den besten Attentäter der Welt. Wer wird gewinnen? Sind wir der Attentäter? Nee, wir sind der Gute. Schick mir den gesamten Datenbankeintrag vom Deadshot. Ich habe alles hochgeladen, was ich über das Opfer weiß. Ich melde mich. Wir sind Attentäter! Batman! Du bist ein Attentäter, Mann. Das wäre doch sowieso mal hier eine tolle Wendung hier im Plot, wenn wir auf einmal die Bösen sind. In jedem Knast ist das wird Wir sind die ganze Zeit auf dem Trip hier von, wie hieß er denn? Scarecrow. Wir denken, wir machen hier die Bösewichte kaputt und in Wirklichkeit hauen wir hier den ganzen wichtigen Persönlichkeiten von Gotham ins Maul. Ja, Scarecrow mit seinen ja, mit dem bewusstseinsverändernden Substanzen. Da war ein Telefon, ne? Scheiße. Auf geht's, Telefon. Wo bist du? Hast du aufgegeben.
Ruf die da an. Auf jeden Fall. Aber warum geht er da jetzt an die Wand und nicht auf das Ding? Auf das Auto. Kamera zerstören. Das ist jetzt hier schnell mal am Joker Funland vorbeigeflogen und hast die Kamera kaputt geworfen oder was? Eine von vielen, oder? Die noch folgen werden. Zerstörer von Kameras. Wir müssen immer noch zu Freeze. Ja, irgendwie richtig vorangekommen ist auch nicht, ne? Nicht so echt, ey. Aber das lag daran, dass hier diese Nebenmission war. Butler. Aber jetzt. Da war ich doch. Ja, ja. Das kommt mir doch bekannt vor. Die habe ich sie alle kaputt gemacht. Und dann hat das Telefon geklingelt. Heftig. Dann hat das Telefon geklingelt. Also jetzt sind wir quasi in vor zwei Folgen. Ja. Ja, da wollte ich doch eigentlich auch was. Das hast du noch erwähnt, ne? Du wolltest das machen. Ich hab's rausgehört. Wenn ich dieses Funkgerät habe, kann ich sämtliche Funksprüche von Pinguinen abhören. Auch in einem cooler Handschuh? Wie kriegen wir einen neuen Chip? Oh, musst du jetzt ja das Orte-Spielchen spielen? Ja, mach ich auch ein bisschen bekomme. Das ist doch schwerer als erwartet, ne? Und links war's, okay. Und gedrückt halten. Ich hab tatsächlich. Werden die noch ein bisschen schwerer? Also ändern die sich oder ist das echt immer so? Das ist ganz selten, das kommt vielleicht dreimal im ganzen Spiel vor. Also das ist. Wie gesagt, ich finde es ja gut, dass sie einen da versuchen, so ein bisschen zu integrieren, aber. Ja. Irgendwie ein bisschen. Das soll auch nicht anstrengend sein. Also, also dieses Spielchen mit den Rumfrequenzen, mit den beiden Sticks und so, das haben wir auch hier wieder. Ach, das gibt's wieder? Ja, natürlich. Das heißt natürlich, ey. Ja, so viel zu heftig für die meisten Gamer. Also, zumindest für die meisten. Der Boss will, dass wir alles dicht machen. Keiner geht rein oder raus. Wenn Jokers Leute auftauchen, schießt. Was ist mit Batman? Auch umlegen. Was? Einfach so? Nee, so einfach ist das nicht. Stones ist am Controller, Leute. Das wird leichter, als ihr denkt. Wie sieht's denn aus? Na, was weiß ich. Wie sollen wir es denn erkennen, wenn wir es sehen? Na, da die machen sich echt Gedanken, ey. Die sind jetzt ja nicht so dumm, wie man eigentlich vermutet, ne? Das können wir noch nicht lösen, de facto. Und da braucht man noch ein kleines Gadget. Aber hier sieht's schon ein bisschen eisiger aus, ne? Wir sind bei Mr. Freeze, also das passt auf jeden Fall. Was hast du in einem Schacht gefunden? Ich hasse es. Aber es ist kürzer als sonst, habe ich gerade das Gefühl. Ja, und vor allem ist es jetzt das zweite Mal gewesen. Und das wird auch nicht so oft passieren. Ich führe ja noch nicht den Counter. Das muss ich, glaube ich, einblenden wieder. Inkontinent? Ah ja. Nein, ich meine... Es klingt, als würdest du das damit meinen. Bitte, Mr. Cobblepot. War nicht so gemeint. Wir finden es. Gut. Oh ja, noch was. Hab gehört, dass Batman zu euch kommt. Viel Glück. Der Pinguin ist gut informiert, ne? Ja, die wissen Bescheid, die Jungs. In welchen soll ich mich schnappen? Der ist da, der bewacht eh die Tür. Okay, der ist gechillt. Aha. Ja, yeah, okay. Ich habe einen Plan. Was ich echt nicht so ganz schnallt, so, im ersten Teil, da hatten wir ja oben immer diese Gargoyles, ne? Die im Grunde ja auch wirklich nichts anderes sind als die Plattform, wie wir sie jetzt da haben. Mhm. Ne? Aber irgendwie bei den Gargoyles, das passte dann ja zumindest noch so ein bisschen in das Setting rein. Das habe ich als halbwegs glaubwürdig, sage ich mal, genommen. Ja. Und jetzt hat man hier überall nur noch diese Plattform, die ja original so aussehen, als wenn sie nur dafür gebaut, dass Batman oder Spider-Man da drauf sitzen können. Ja. Weißt du, das ist ja, oder übersehe ich da was? Ich sehe es auch nicht. Ne, weil das andere waren ja zumindest Skulpturen, so Deko, ne? Aber hier... Ja, stimmt. Ich glaube, ich deinstalliere das Spiel. Ja. Das war's. Ich verklag den Hersteller. Von wem ist das? So. Ach, das Schade ist, dass man... Was schade ist, dass man den nicht so gut leiten kann. Sonst könnte man... Also, wir werden hier krepieren und wir können es gibt eine Stelle in dem Spiel, wo man einfach lernt, was man alles an coolen Moves machen kann. Wichtigere Dinge, die indem man sich da durchstirbt, dass man... Oder was? Nee, es gibt einfach eine Stelle, wo man... Das gelernt. Die ist auch schwer. Gelernt kriegt. Da muss man es aber auch machen. Da muss man... Ich will nicht zu viel verraten. Da muss man ganz viele verschiedene Takedown-Techniken machen. Mehr oder weniger Stealth. Aber die kann man hier nicht alle anwenden, weil man... Weil die sich alle so random verteilen. Die können wir was versuchen. Blub. Haben sie ihre Waffe verloren. Ach so, okay. Jetzt gehen sie neue suchen. Das bringt ja gar nichts. Super. Die geben nicht die alten auf? Die rennen los, holen sich eine neue? Ich glaube, die haben sich da neue geholt, siehst du? Schau mal, ja. Was ist das für eine versnobte Gesellschaft? Ganz schön Verschwendung, ne? Und da. Sup. Oh yeah. Das hast du gut gemacht. Okay. Schön.
Kommt hier rüber! Da oben ist einer! Da oben ist einer, leck mich! Kajüten Johnny. Was machst du denn da oben? Das ist der Anspruch, ne? Schneidet mich los! Kajüten Johnny. Oh, ob die mich jetzt hier oben sehen? Wir sind erledigt. Das sind noch drei! Die sind die Runde, die können nicht nach oben. Ich hatte nur zwei, mit zwei gerechnet, um ehrlich zu sein. Wir finden dich und legen dich um! Crazy Horse Shit. Action Man! Was? Wow! Wow, was ist das denn für eine geile Aktion, Digga? Ich feier dich gerade voll hart, ey! Nicht nur, wenn du ganz cool an allem vorbei in die Tür geglitten bist. Den holst du dir jetzt einfach. Zack! Ich hab ihn! Unsichtbar! Yes! Und weg! Bam! Oh, der kommt, der kann ich noch gar nicht sehen, perfekt. Ja, noch bin ich unsichtbar, ja. Und dann können wir ja jetzt gleich nochmal mit dem Elektro-Dingen versuchen. Ach, der will sich verhören lassen, okay. Der gibt auf, wo ist er denn? Ey, Gefangener! Ach da, okay, er ist keine Bedrohung mehr. Deswegen ist er nicht mehr orange. Wo ist Freeze? Er ist im Museum. Der Pinguin hat ihn. Ich werde dir wohl die Zunge rausschneiden müssen, Kleiner. Ich mag nicht, wenn die Leute über mich reden. Nein, tut mir leid, Mr. Cobblepot. Er hat mich gezwungen. Kannst du ihn haben, Batman? Hier in meinem Museum bin ich sicher. Versuch okay. doch, mich zu holen. Ich habe noch eine Menge Überraschungen für dich. Und die erste kommt jetzt. Oh, oh. Wie jetzt? Ich sehe nichts. Überraschung. Oh, Explosion. Das klingt nicht gut. Vielleicht hat er kommt was angetrampelt. Optimus Prime oder so. Ja, das hätte was. Cooler Mash-up. Oder Bane, der sich jetzt auf einmal doch wieder gegen uns gewandt hat. Ja, aber momentan sind wir in einem Boot mit Bane. Ja. Das ist ja auch strange. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Dass wir den Tag mal erleben. So, ein Museum, sagt er. Also er hat Mr. Freeze im Museum. Ich hoffe, ihr zeigt schon bedeutungsschwanger auf die Uhr. Das heißt, ich soll hier schon abbrechen, oder was? Das? Tja, vor verschlossener Tür, Fülle wenn das kein Zeichen ist. Alfred, ich flieg dich noch zum Museum. Haben Sie das Heilmittel von Mr. Freeze bekommen? Es gab Komplikationen. Der Pinguin hat Freeze in seiner Gewalt und mich im GCPD-Gebäude eingesperrt. Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie sterben werden, wenn Sie das Heilmittel nicht bald finden. Danke für den Hinweis, Alfred. Ich bin in einem Polizeigebäude. Cobblepot muss einen Beamten bestochen haben und der hat ihm die Zugangscodes der öffentlichen Gebäude verraten. Ich lade die Codes gerade runter. Ja, wenn die Codes so einfach zu bekommen sind, dass Batman die in zwei Sekunden sich runterlädt, dann... Ja, ist ja, hat ja alles gehackt. Außerdem ist er ja Teil der Polizei. Ach ja, hier. Genau. Da haben wir das Spielchen, ja. Und das ist sogar diesmal ein bisschen cooler. Du musst Wörter kriegen. Warte, oh nein! Mein Nemesis! Wörter! Das sind diese Buchstaben, ne? Das ist Gegenteil von Zahlen! Oder Zahlen anders. Die andere Zahl, genau. Und hinaus! In die Freiheit! Fellefanz, ich flieg dich noch. Kannst du noch so viel rumgestikulieren? Ich flieg dich jetzt zum Museum. Das Stones ist echt ein Sack. Hab doch gesagt, es funktioniert. Spreng die Brücke und die Leute vom Cloud sitzen fest. Wir haben ganz einfach. Freigeschaltet, aber wir haben noch keinen Upgrade. Aber okay. Mr. Cobblepot, wir sitzen auch fest. Wodurch werden die grundsätzlich die neuen Upgrades freigeschaltet? Durch Storyverlauf und bla? Wirkt gerade so, und ja. Und das heißt was? Nun, nur dass sie uns hier bei den Leuten vom Cloud zurückgelassen haben. Versuch ein paar von ihnen umzulegen, bevor du stirbst, Junge. Also wir haben jetzt im Grunde hier auch konkurrierende Banden, ne? Wir haben den Pinguin mit, mit seinen Gefangenen, mit seinen Leuten und wir haben den Joker offensichtlich. Und Sasha haben wir auch schon gefunden, aber er hat, glaube ich, keine Bande. Die Frage ist halt, wie konkurrierend sind sie wirklich und... Oder arbeiten sie zusammen? Alle für den Dr. Trüffellüff. Ah, Dr. Trüffellüff. Freunde nennen ihn Strange. Ja! Ja, das ist ja voll uncool. Trüffellüff. Weg, scheiß Nebenmissionen. Diese politischen Gefangenen gehen mir so auf den Senkel, ey. Ja, das schon gehackt? Festung. Ich glaube nicht. Stimmt, dass Batman hier ist, hat ihm vermutlich
doch Angst eingehe. Geldautomat? CCTV, so heißt es ja auch in Großbritannien zum Beispiel. Das ist dieses Stadtnetz an Fernsehkameras, ne? Die wir da auch zerstören. Und wenn wir das Ding hacken, dann kriegen wir auf der Karte alle Locations von den Kameras eingezeichnet. Oh, okay. Weil die sind teilweise ein bisschen Scheiße. Versteckt. Das ist halt eine große, relativ große Welt. Oh, das sind alles Schützen. Schützen, müssen wir aufpassen. Haben Batman aus den Augen verloren. So, jetzt boxe ich dir doch kein Schild und dann ist es vorbei. Ah, da können wir mal den Bodenangriff machen. Heftig. Aber es wird schon knapp. Ja. Was? Ich aber du warst im Schlag. Ich habe unser Gameplay genau analysiert. Ja. Und es ist echt so, auch die normalen Typen, die schlagen halt teilweise auch, während man im Schlag ist. Und dann kann man kontern, wie man will. Ich wollte gar nicht kontern. Ich dachte, ich hätte schon längst geschlagen. Ach so. Das war das Problem. Ich hatte schon X gedrückt in dem Moment. Ach so, okay. Ah nein, ich mach den Fehler und will ihn... Halt, reicht! Heftig! Das war jetzt nicht spielentscheidend. doch. Wir haben's überlebt. Und dann überlasse ich dieses Hacken, überlasse ich dir. Oh! Zack. Schluss für jetzt erstmal. Und dann werden wir herausfinden, ob das Hacken erfolgreich ist. Und ob es genauso erfolgreich ist wie bei Dead Space. Das war auch cooles Hacken. Vielleicht haben die Leute das noch gar nicht gesehen. Das kann sein. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann da kommt was auf euch zu. Also, Hoffi, die super Bimse, ey. Das war aber, ne, unter Druck darf man nie vergessen. Druck? Hoffi muss ja auch gleichzeitig ja, das allein performen. Allein der Stöpsel im Ohr, das ist hier völlig neues Erlebnis. Wir hören das Spiel, darauf müssen wir erstmal klarkommen. Genau, also in so 2-3 Let's Plays, dann sind wir Firmen mit der Technik. Okay. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt, Hackathon ist Spiel Batman. Schalte wieder ein. City. Ja. Batman. 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 Okay, da habe ich mitgemacht.